Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Klemmbaustein-Lyrik. Das Blümchen hat mir gerade eben schon gesagt, die Mütze passt nicht zu meinem Pulli. Also, bevor hier irgendjemand sich noch beschwert, machen wir es schnell heute. Es gibt keine News, es gibt nichts, wo ich irgendwelche Lego-Steine jetzt hier in die Kamera halte. Ich packe nicht mal irgendwelche Plastiktüten aus, sondern ich rufe auf. Und zwar zu mitmachen, in diesem Fall zu einer Abstimmung. Es geht darum, das tollste oder coolste Lego-Set, das beeindruckendste, das Lego-Set des Jahres 2017 zu wählen und das schlechteste Set. Die größte Enttäuschung, das, wo man sagt, wenn ich an dieses Jahr 2017 zurückdenke, möchte ich an alles denken, nur nicht an dieses Set. Die beiden Dinge sollen abgestimmt werden. Das heißt also, es gibt die Möglichkeit, einmal das Tollste und einmal das Schlechteste zu bewerten, beziehungsweise einfach nur diesen Namen anzugeben. Bitte auch nur immer einen, nicht irgendwie das sind meine Top 3, sondern richtig mal Butter bei die Fische, einen nennen und das reicht dann auch für beides. Also natürlich wahrscheinlich unterschiedliche Namen, es sei denn, ja, man ist tatsächlich der Meinung, das Tollste ist auch gleich das Mieseste, aber das wäre dann, glaube ich, irgendwie logisch, irgendwie seltsam. Aber gut, auch solche Dinge kann man argumentieren. Darum soll es jetzt nicht gehen. Man kann auch einfach nur eins sagen. Nur das Tollste, nur das Schlechteste oder am schönsten eben beides. Wie macht man das? Das ist ganz einfach. Man kann zum Beispiel unter die Kommentare von diesem Video schreiben. Zwei Worte, wie gesagt, das würde in dem Fall schon reichen, die dann hoffentlich mit irgendwas zusammenhängen, was Lego rausgebracht hat. 2017. Also wir starten mehr oder weniger eben mit dem ja, Assembly Square, nicht? Also dem Marktplatz, dem Versammlungsplatz, das Stadtleben. Nicht? Damit ging es ja irgendwie los, groß und endete mehr oder weniger jetzt mit dem Joker's Manor, beziehungsweise mit dem Taj Mahal. Da kann man aber auch ganz kleine Sets, ne? Wenn man sagt, Mensch, so ein 5-Euro-Set hat mich so beeindruckt dieses Jahr, das nehme ich. Auch das darf gewählt werden. Und nachher wird es dann von mir alles zusammengezählt geben und am Ende dann eben ein Preisträger. Positiv wie negativ. Und ob der dann was kriegt, ob ich zu Lego dann, ob die das überhaupt interessiert, dann irgendwie einen Pott schicke oder was, das muss ich mir noch überlegen. Auf jeden Fall virtuell hier wird das dann gewürdigt. Wie gesagt, einfach unten in die Kommentare von diesem Video. Man kann auch unter den Beitrag auf Klemmbaustein-Lyrik das machen oder, das ist sozusagen für den Puristen, einfach eine E-Mail schicken. Das macht es übrigens auch ganz spannend, weil natürlich unter den Kommentaren kann man manchmal schon eine Tendenz sehen, aber da sind ja eben nicht die Briefwähler drin, nämlich die, die per E-Mail geschickt haben. Und bitte an Abstimmung @klemmbausteinlyrik.de. Es reichen, wie gesagt, wieder ein oder zwei Worte, die mit Sets zu tun haben. Ja, das alles. Und das wird zusammengezählt in den nächsten 14 Tagen. Heute ist ja sozusagen Nikolaus, der 6. Dezember. Wir rechnen 14 drauf, also bis zum 20. fristwahrend Mitternacht wird gezählt und dann schauen wir mal. Nicht? Dann gibt es hier natürlich ein paar Tage später dann die Auswertung und den Preisträger im Positiven wie im Negativen, die goldene Himbeere also auch. Ja, irgendwie ist mir gerade Andres dann auch zuvor gekommen. Schöne Grüße an, zusammengebaut.com. Die Idee habe ich tatsächlich auch schon länger. Er macht nämlich sowas Ähnliches gerade. Also wer gerade im Abstimmungslaune ist, kann dann natürlich dann auch noch seine Stimme abgeben. Aber das wollte ich nur kurz auch erwähnt haben. Ja, die Idee ist vielleicht auch nicht so ganz neu, um diese Jahreszeit sowas zu machen. Ich wollte nur sagen, abgekupfert ist nicht. Ja. Wie gesagt, ist ja auch anders. Also deswegen gerne mitmachen. Ich freue mich über jeden Teilnehmer. Es gibt nichts zu gewinnen. Ja, da müssen wir jetzt alle kräftig irgendwie tapfer sein. Ja, zu Weihnachten gibt es eh genug Geschenke. Nicht? Also was soll ich da jetzt noch mit so Kleinigkeiten kommen? Und ich möchte eigentlich eher vor allem die, die wirklich Spaß dran haben, an der Sache selber. Also an der Abstimmung und danach auch wissen wollen, wer es ist. Natürlich gibt es ein paar Favoriten, Vermutungen, aber vielleicht ist zumindest in den Top 10 ja doch der ein oder andere Überraschungsgast. Da bin ich selber gespannt. Unbedingt, wie gesagt, in die Kommentare in klemmbaustein-lyrik.de oder per E-Mail an abstimmung@klemmbausteinlyrik.de. Boah, bin ich gespannt. Also, vor Weihnachten gibt es hoffentlich noch die Auflösung. Oder kurz danach, je nachdem, wie der Weihnachtsstress dann um die Zeit gerade bei mir ist. Das war's für heute. Morgen gibt es dann, glaube ich, wieder normal irgendwelche Lego-Steine hier zu sehen. Was es sein wird, überraschen lassen. Bis dahin alles Gute, frohes Abstimmen, gute Wahl. Ja, und tschüss.